Hallo und willkommen zurück zu Atelier Riser. Wir haben Schmieröl herzustellen. Ich guck mal eben, wo ich es finde. Da, Glorious Oil, aber wir haben auch noch Lubricant irgendwie. Muss man mal eben gucken. Oder war das das Rezeptbuch, was einfach nur Lubricant, also Schmiermittel hieß? Kann natürlich auch sein. Ja, ich sehe es jetzt hier nicht, also machen wir einfach Glorious Oil und gut ist. Natürlich erstmal ein paar Kokosnüsse rein. Dann ein bisschen natürliches Öl. Und ein paar Erzkristalle. Ist egal, ich nehme jetzt so einen hier. Ich mache jetzt direkt mal ein vernünftiges Öl, ne? Was wir dann später auch noch verwenden können. Gunpowder wäre eine Möglichkeit. Aber erstmal machen wir Element Value plus 1. Das ist ganz wichtig. Wenn wir es denn können. Oh je. Okay, also eine Perle. Dann hier nochmal so einen unbekannten Gemstone. Wind können wir hinzufügen. Genau, Eis hat das Ding schon. Wind geht auch noch. Okay, die Beeren. Da muss ich noch mal gucken, wo kriege ich die Beeren eigentlich her? Ja, angeblich überall. Ja, müssen wir mal gucken. Achso, überall, ja. Ashram Bald. Wahrscheinlich kann ich das da vom Händler kaufen. In den Maidens Catacombs kann ich wahrscheinlich vom Händler kaufen. Also Capital Outskirts, Meeresbrise Highway, Windmühle Valley, das wären so die Sachen. Trotzdem, ich nehme mal einen so einen Teil. Achso, brauche ich ja gar nicht. Ich bin noch ein bisschen schwer vom Begriff. Da steht zwar Add Wind, aber wir müssen natürlich Feuer hinzufügen. So, jetzt haben wir schon Element Value 3 und zwei Elemente. Mehr kriegen wir da nicht raus, was? Oder Gunpowder? Ja, schade, hätte ich das in der Mitte weggelassen. Dann hätten wir noch Gunpowder rausgeholt, aber ist jetzt egal. Dann gucken wir mal, dass wir noch einen Trade-Slot finden. Ah ne, das ist wieder das Windproblem. Da möchte ich jetzt keine gute Zutat für opfern, nur damit wir hier einen Trade rauskriegen. Ja, dann lasse ich es einfach so. Qualität noch über 100 könnte ich machen. So, ich weiß nicht, ob ich Trades freigeschaltet habe. Ja, doch. Alles fertig. Das ist wohl das glitschigste Schmiermittel, was man sich nur wünschen kann.
Ja, sieht schön aus, oder? Aber wag es nicht dran zu lecken. So, damit sollte alles schön rutschig werden. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir selber nicht drauf ausrutschen und hinfallen. Jedenfalls sollten wir das jetzt mal bei diesem Tor ausprobieren. Nachdem wir mit Puni geredet haben. So, Level 5. Passiert jetzt schon was? Ja. Ja, hier, komm. Ich achte jetzt gar nicht so drauf, was ich ihm gebe. Er soll einfach nur aufleveln und mir irgendwas mitbringen. Wofür braucht man das eigentlich nochmal? Weiß ich auch schon nicht mehr. Egal. Memoria Bracelet können wir immer noch nicht. Oder Memoria. Ja, doch, Memoria Bracelet können wir immer noch nicht erstellen. Na ja, komm, machen wir erstmal Hauptquest. Erst die Vergnügen. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. So rum. Geh nochmal eben bei den Läden vorbei. Wenn man wieder ein bisschen was verdient. Okay, also. Oh, hier ist Locket of Devotion. Ich glaube, den brauche ich, damit ich was für Claudia herstellen kann. Wahrscheinlich kriege ich das Rezept auch nochmal irgendwann selbst, aber. Ich könnte das auch hier kaufen, glaube ich. Gnadering, ja, aber nur in geringer Qualität, das lohnt sich dann nicht. Und ach genau, Gnaderinge kann ich auch noch nicht herstellen. Ne, gut, dann warte ich auch noch mit der Claudia-Geschichte. Ist ja blöd, wenn wir jetzt was kaufen und ihr dann geben. Obwohl, wir geben es ja nicht direkt, wir würden etwas kaufen und aus diesem Gegenstand würden wir dann Claudias Geschenk basteln. Das wäre dann schon noch okay. Kann ich eigentlich hier auch aufsteigen? Nein. In der Stadt herrscht striktes Reitverbot. Achso, jetzt könnte ich mir vielleicht mal Möbel kaufen, aber nicht gerade das teure Bett. Oh. 6000 ist mir dann doch zu viel, wenn ich nur 8000 habe. Achso, gebe ich gleich hin. Warum gehe ich denn da lang? Ja, anstrengender Job hier zu stehen und sich alles aufmerksam zu schauen. Du siehst genau so aus wie der Wächter, mit dem ich gerade geredet habe. Kann das sein? Okay, ach, ich muss es auch noch. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Sorry. Ja, meine Schuld. Ich weiß. Wir gehen da gleich hin. Ich muss das Öl nochmal bauen in schlechter Qualität. Ich. Will das Tolle, was ich gebaut habe, jetzt nicht dafür opfern. Herein!
Hallo Lisa, ich hoffe, alles gut bei dir. Ampel, Lila, ja, läuft ganz gut. So, ja, freut mich zu hören. Und wie sieht es aus wegen... Fi, komm mal bitte hierher. Also sie können Fi doch sehen und wahrnehmen, aber sie haben einfach noch keinen Grund gehabt, über Fi zu sprechen. Stimmt irgendwas nicht mit Fi? Liza, Fiについての詳しい話を改めて聞きたい. Lisa, könntest du mir alles über ihn erzählen, was du weißt? Ja klar, also schauen wir mal. Ein Ei wie ein glänzender Stein. Ist irgendwas passiert, bevor es geschlüpft ist? Nö, nicht, dass ich... Moment, warte mal. Wir waren da in ein paar Ruinen und da waren riesige Wandmalereien. Was denn für Wandmalereien? Es war so ein bisschen so wie glänzende Dinge, die sich versammelt haben, die zusammenkamen. Und während ich das Gemälde betrachtete, begann dann dieses Steinei auch zu leuchten. Das hatte es zuvor noch nie gemacht. Lila-san? Oi, Lila. Liza ga obieteiru so. Lila, jetzt mach Lisa mal keine Angst. Ah, ja, sumanai. Shoushou omoi ataru fushi ga atte na. Oh ja, ich bitte um Entschuldigung. Mir ist nur gerade etwas in den Sinn gekommen. Wirklich? Weißt du etwas über Fi? Nein, überhaupt nicht. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas wie ihn sehe. Aber möglicherweise weiß ich etwas über das Ei, aus dem er geschlüpft ist. Ich meine, so etwas schon mal gesehen zu haben. Hast du zufällig noch die Schale? Oh nein, tut mir leid. Ich hatte wirklich keinen Grund, sie aufzuheben. Ich habe sie weggeworfen. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Lisa gesagt hätte, ja klar, habe ich die Schale noch, hier liegt hier noch. Ja, das ist wohl verständlich. Das ist schon gut. Vorerst bin ich froh, dass ich etwas über Fi erfahren konnte. Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Auf Wiedersehen. Ja, ich gehe dann auch mal. Was sollte das denn jetzt? Was wissen die über Fi, was ich nicht weiß? Was genau bist du eigentlich, Fi? Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Du bist du und solange es dir gut geht, spielt alles andere keine Rolle.
So, ich wollte noch mal eben das Öl nachbauen. In ganz einfachen Zutaten, so einmal. Zweimal. Dreimal. Und weil das hier nur so eine Kokosnuss kostet, von denen ich ganz viele habe, mache ich hier noch einen bei. Dann haben wir wenigstens Synthesequalität nochmal plus 5. Und ja, das sollte reichen. So, jetzt sind wir doch mal das Öl hier. Und hat es funktioniert? Tao, ich würde das auf die Scharniere sprühen, ja? Okay, die Mitte kann ja auch zusammengerostet sein. Boah, es hat sich sofort bewegt. Und ganz ohne Aufsprengen. War das wirklich so leicht? Was hast du denn damit gemacht? Ein kleines bisschen hiervon, ein kleines bisschen davon. Das ist ja fantastisch. Wenn du mir jetzt erzählt hättest, das wäre reine Magie, würde ich dir komplett glauben. Da muss ich wohl zustimmen. Nun, was auch immer es war, jetzt ist die Tür wieder auf. Aber verlassene Minen sind gefährlich. Es gibt dort immer die Möglichkeit eines Einsturzes. Mir wäre es wirklich lieber, wenn da niemand reingeht. Deshalb flehe ich dich an, Patricia, bitte geh nicht in die Minen. Mach dir keine Sorgen, das mache ich auch nicht. Es sei denn, es ist absolut notwendig. Also zum Beispiel zum Zutaten sammeln oder um mal zu gucken, wie es da aussieht. Ja, das scheint nicht gelogen zu sein. Ist das eine weitere Begleiterin von dir, Fräulein Patricia? Ein Oren. Also Oren war ja das Volk, von dem Lila stammt. Und hier sieht man auch andere Augenfarbe als Lila. Körperbau ist sehr ähnlich, aber ja, Augenfarbe anders. Interessant, ich hätte nicht damit gerechnet, dass jemand weiß, was ich bin. Warte mal, ein Oren, wirklich? Jetzt, wo du es sagst, sie sehen sich wirklich sehr ähnlich.
Ja, wenn ihr es bereits wisst, gibt es wohl keinen Grund mehr, es zu verheimlichen. Ich bin Seri von den Ohren. Seri Glaus. Ich habe zufällig eure Unterhaltung mit angehört. Macht es euch was aus, wenn ich euch begleite? Wieso das denn jetzt? Ich habe meine Gründe. Ach ja, dann. Genau, okay, fein. Hey, jetzt halt mal Stopp. Du kannst nicht zulassen, dass uns einfach so jemand begleitet. Man weiß überhaupt nichts über sie. Genau, Clifford war der einzig Vernünftige. Allerdings wird jetzt wahrscheinlich Lisa argumentieren: Oh, von dir habe ich ja auch nichts gewusst, als ich gesagt habe, du darfst uns begleiten. Ist schon gut. Die Ohren sind alles gute Menschen. Lisa, woher willst du das wissen? Die einzigen Ohren, die du kennst, sind Lila und Kilo. Ja, sicher, aber sie scheint mir auch ein guter Mensch zu sein. Und selbst wenn ich Nein gesagt hätte, wäre sie uns doch vermutlich sowieso gefolgt. Und es wäre unverantwortlich für uns, sie alleine durch die gefährlichen Minen laufen zu lassen. Ja, und dadurch, dass sie uns begleitet, kriegen wir denn vielleicht auch noch mit, was sie da überhaupt will und erfahren so auch interessante Dinge. Na gut, ich muss ja auch zugeben, dass ihr mich einfach als vollkommen Fremden in eure Gruppe aufgenommen habt. Es ist deine Entscheidung, Lisa. Aber falls sie sich als Bedrohung herausstellt, werde ich mich um sie kümmern müssen. Ich überlasse dir ebenfalls die Entscheidung, Lisa. Ja, danke, Leute. Ja, willkommen an Bord, Seri. Freut mich, dich kennenzulernen. Danke, ich weiß es zu schätzen. Ich dachte, sie fängt jetzt an zu zaubern. Tutorial Holzelement. Was? Wenn Seri normale Angriffe oder Order Skills benutzt, bekommt sie einen Buff, der nennt sich Holzelement. Wenn der Holzelement-Buff gerade am Start ist sozusagen oder wirkt, dann sind alle ihre Skills verbessert. Die Verstärkung ihrer Fähigkeiten richtet sich nach dem Level des Holzelements. Umso höher, umso mächtiger ihre Skills. Ja, also im Prinzip wie bei allen anderen Sachen auch, wie bei unserem Taktik-Level und so. Je höher, desto besser, desto mehr Schaden. Aber jetzt hier der Unterschied: Holzelement verschwindet, nachdem man eine Skill-Chain ausgeführt hat. Aber danach kann man wieder Holzelement sammeln. Mhm. Also denke sorgfältig drüber nach, welche Skills du boostest.
und wähle deine Kommandos weise. Ja, oder drück einfach X. Beziehungsweise X ist ja nicht hier Kreis. Och, ist also doch nicht direkt in der Stadt, sondern es ist ein Tor, was aus der Stadt rausführt. Warte mal, die Pflanze? Doch, da kann ich was machen, aber es sind die altbekannten. Oh, da sind auch die Beeren. Schön, wo ich noch zwei von habe. Okay, das ist altbekanntes. Nee, warte, das ist nicht altbekanntes. Wir haben noch ein Schmetterlingsnetz. Pilze? Okay. Und ihr seid? Ich will mal testen, wie wir kampftechnisch so hier angesiedelt sind. Bevor unser Korb ganz voll ist. Und ich habe sie nicht in die Party genommen, ne? Kann das sein? Seri. Hätte ich mal machen sollen. Wie konnte ich jetzt noch mal gucken, wie die drauf sind? R2 Monster-Info, Level 30. Mhm. Okay. Hier kommt man ganz gut zurecht. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Formation. Dann würde ich sagen, du ersetzt jetzt mal Clifford. Also Patricia habe ich gern dabei, weil sie heilen kann. Und dann lassen wir es erstmal so. Jetzt ist Seri natürlich nicht ausgerüstet. Aber was willst du machen? Ich will jetzt nicht extra nach Hause zurück. Es regnet doch hier gerade so schön. Da oben sind wir reingekommen. Dann machen wir erstmal den linken Bereich nochmal. Oh ja, und ich sollte mal Grabpunkte suchen. Denn sonst muss ich die ganzen Gebiete immer doppelt und dreifach absuchen. Vortex-Sand. Mir kommt es ein bisschen unbalanciert vor, dass wir hier durch das Graben so tolle Sachen finden. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Okay, doppelt und dreifach muss man es trotzdem ablaufen, weil jetzt, wo ich grabe, ich natürlich keine normalen Zutaten sammeln kann. Sonst müsste ich ständig auf- und absteigen. Warte mal, jetzt machen wir eins am anderen. Jetzt erstmal hier. Hinten rum. Okay, da können wir nichts machen. So, dann mal eben die Leiter hoch.
Okay. Und hier soll sich durchquetschen. Und da gibt es schöne Kristalle. Aber nicht zu graben. Okay. Hätte ja sein können. Komme ich nicht weg. Ah doch, komme ich doch weg. Okay, wunderbar. Das ist gut, dass man da rundhüpfen kann. Hier ist nichts. Ja, hier ist der Eisenbahnanschluss. Die Brücke des Trauers. Ja, okay, muss ich jetzt nicht alle. Ich finde es übrigens sehr, sehr gut, dass die Monster jetzt nicht angerannt kommen, wenn ich grabe. Das wäre uns super lästig, ständig noch kämpfen zu müssen, um dann hier in Ruhe graben zu können. Ja, die normalen Sachen einsammeln mache ich dann auf dem Rückweg oder so. Und Stellen, wo man graben kann, gibt es mir eigentlich zu viele, möchte ich sagen. So, und hier soll das werden. Also wahrscheinlich kann ich mich da durchquetschen. Shining Sand. Wertvoll. Hier ist nichts, wäre auch fies gewesen, aber ich traue den Entwicklern das ja zu, dass da eben auch ein Punkt wäre zum Graben. Okay, da ging es noch weiter.
Ja, ich will noch zu der anderen Truhe. Wow, ich liebe die Landschaft hier. Ja, ist echt riesig hier. Ich habe mich gefragt, wie viele Leute hier wohl mal gearbeitet haben. Ich hörte, dass viele Leute hier in der Gegend auch lebten. Als die königliche Hauptstadt ein Hauptproduzent von Metall war, war hier echt viel Betrieb. Die Ortsansässigen und die Leute, die aus anderen Ländern kamen, haben gemeinschaftlich gearbeitet. Erinnert so ein bisschen an Goldgräberstimmung in den Vereinigten Staaten, so Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt einige, die haben hier ein Vermögen gemacht und dann Häuser in der Hauptstadt gekauft oder sind sogar in den Adel aufgestiegen. Ja, es klingt ziemlich fantastisch. All diese Träume, die wahr wurden. Ja, das stimmt. Aber sobald die Mine verlassen wurde, wurde sie zu einem Feld voller zerstörter Träume. Es tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, warum ich das überhaupt angesprochen habe. Nein, ist okay. Ich bin froh, dass du es uns erzählt hast. Und das ist auch so ein bisschen Zeichen der Weiterentwicklung dieser Spielereihe. Früher gab es immer nur heile Welt. Und mittlerweile merkt man eben auch, ja, dass es nicht immer nur schöne Seiten des Lebens gab. Also hier gab es natürlich auch viele Leute, die versucht haben, viel Geld zu verdienen, aber halt gescheitert sind. Ja, das ist ein wichtiger Teil der Geschichte der Stadt. Das sollen wir wissen. Oh, und ein Puni. Den wollen wir uns doch mal angucken. Ich hoffe, der vermöbelt uns ja nicht gleich. Kekse. Na, komm, machen wir erstmal den Puni. Ein Goldpuni. Die halten normalerweise derbe viel aus. Ist dagegen was empfindlich? Nee, resistet. Shining Blast, aber das ist noch andere. Ich weiß nicht, ob der gleich abhaut oder so. Na, vielleicht zu spät. Ne, Quick-Item wollte ich eigentlich gar nicht. So, reguläres Item. Er resistet alles, bis auf Craft.
Und er hält echt gut was aus. Okay, wir haben jetzt sehr viel. CC. Ach, keine CC, Mist. Ich war gerade im Break-Zustand, das wollte ich natürlich möglichst machen. Vielleicht droppt er Goldmünzen. Ja, 2 Goldmünzen hat er gedroppt. Und einen goldenen Puniball. Schön. Oh, ich sollte erstmal gucken, ob das hier das Sinnvolle ist. Ja, ist auf jeden Fall gut. Okay, nicht zu graben da. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, so ziemlich haben wir das jetzt hier alles untersucht. Also ich muss noch mal zu dem Durchgang da gehen. Hier so auf der Seite. Eigentlich hätte ich jetzt Lust, diese Eisenbahnlinie hier instand zu setzen. Aber das wird im Spiel wohl nicht möglich sein. Ich will das Erz haben. So, da ist noch eine Grabesstelle. Da links auch. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben es dann. Es ist ja auch nicht notwendig, jeden Ort zu finden, wo man graben könnte. Wahrscheinlich ist unser Korb jetzt schon voll. Jetzt hier nochmal rein und dann kann man mit Schnellreise jederzeit da wieder hin. Es ist so dunkel hier. Ja, normal. Wir sind von blendender Helligkeit in totale Schwärze gegangen. Okay, das würde stimmen, wenn es nicht gerade die ganze Zeit geregnet hätte. Das war knapp. Alles klar bei dir, Tao? Ja, ja, ich war nur überrascht. Ich sehe nicht die Hand vor Augen, aber es sieht so aus, als ob der Boden voller Müll wäre. Es ist überall alte Ausrüstung verstreut. Ich habe das Gefühl, dass die Minen sehr in Eile verlassen wurden. Ja, wer weiß, vielleicht haben die hier so einen Balrog ausgegraben. Nun ja, wir wussten ja, dass die Minen Ärger bedeuten, schon bevor wir reingegangen sind.
Und es scheint auch ein einziges Labyrinth zu sein. Es ist vielleicht sogar noch gefährlicher, als wir dachten. Ja, wir sollten auf jeden Fall doppelt vorsichtig sein, bevor wir weitergehen. Oder wenn wir weitergehen. Okay, schwarze Punis. Ja, komm, dann grabe ich hier auch nochmal, soweit es geht. Aber viel dürfte nicht mehr bei uns in den Korb passen. Dämonenblut. Naja, wenn es hier Dämonenblut gibt, dann wird es hier wohl auch mal Dämonen gegeben haben, was? Achso, das muss ich zerdeppern, deshalb geht es jetzt gerade nicht. Warum gibt es nur hier Licht? Es scheint mir so, als hätten sie Feensteine als Lichtquelle eingesetzt. Nachdem wir so lange durch pechschwarze Minen gegangen sind, scheint das entspannend zu sein. Oder ja, es ist schön für die Augen. Ja, das stimmt, aber die anderen sind mittlerweile erloschen. Warum leuchtet das denn noch? Es leuchtet hier ganz allein, die ganze Zeit. Es kommt dir bekannt vor, Seri, ne? Du bist auch ganz allein die ganze Zeit, oder? Ja, aber gut für uns, oder? Wo bin ich jetzt? Ach du Schande, ist das noch groß. Ach Moment, das ist die Grabepunkte? Ne, das sind Laternen. Also rechts von uns, diese Symbole. Aha. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Okay, jetzt ist der Korb wirklich voll. Kann man ein paar rote Blumen weglassen. Das hier. So. Das ist nur ein Stein, aber ja gut, dann gehen wir erstmal Einkäufe nach Hause bringen. Wie dem auch sei. Was genau ist das eigentlich für ein Wesen? Ich war schon überall auf dieser großen Welt und ich habe noch nie sowas gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon allerlei Kreaturen gesehen, aber nichts, was dem von Vieh auch nur nahe kommt. Und ich habe auch noch nichts von sowas gehört oder von sowas gelesen.
Nun ja, das überrascht mich nicht, denn schließlich ist es aus einem leuchtenden Stein geschlüpft. Ich frage mich, ob es da noch mehr Kreaturen draußen gibt wie Vieh. Das würde ich wohl bezweifeln. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe es. Es wäre doch ganz traurig, wenn Vieh alleine bleiben müsste. Ja, das stimmt. Ich bin sicher, es ist doch viel spaßiger für alle, wenn es mehr davon gäbe. Du hättest bestimmt gerne Freunde, oder Vieh? Ich schätze mal, was Vieh betrifft, sind wir seine Freunde. Nein, ich meinte das nicht so. Aber solange Vieh glücklich ist... Okay, dann gehen wir weiter sammeln. Ja, genau, hier unten. Die verlassenen Ernesta-Minen. Achso, eben mal schauen. Ich sag ja, die Sammelstellen gibt es nur einmal. Ne? Ne, sind wieder direkt da. Oder habe ich hier eben nicht gesucht? Das wäre seltsam, wenn man hier endlos sammeln könnte. Dann macht man ja gar nichts anderes mehr. Ich muss sagen, das Spiel macht, glaube ich, etwas zu viel. Also, es gibt jetzt ja schon eine 20-jährige Atelier-Tradition, es versucht dann halt immer noch was draufzusetzen. Und ich habe jetzt das Gefühl, es ist langsam zu viel auf einmal. Man kann nicht nur Sachen sammeln, nein, man kann auch noch verschiedene Werkzeuge bauen, um dann unterschiedliche Sachen mit diesen Werkzeugen zu sammeln. Und jetzt hat man noch so ein Reittier, mit dem man auch mal zusätzlich Sachen sammeln kann. Und genauso im Kampf, der ist ja schon vorher aus meinem Blickwinkel recht unübersichtlich gewesen und jetzt kommt auch noch das Holzelement von Ceri dazu und so andere Sachen. Da weiß man nachher auch gar nicht mehr, also kann man überhaupt noch alle Sachen nutzen, die da vorkommen. Aber das Gute ist, man muss ja auch nicht alle Optionen nutzen, die einem hier geboten werden. Man kann das Spiel ja auch sehr gut spielen, wenn man nur die Hälfte von dem macht. Also wenn man Sachen autocraftet oder wenn man im Kampf halt nur Items einsetzt und Kreis drückt und so, kommt man ja auch zurecht. Zur Not muss man halt einen Schwierigkeitsgrad runterstellen, wenn einem das zu komplex wird. Vor allen Dingen, ich finde es halt so krass, dass man beim Sammeln auch mal eine Goldmünze findet. Dann hat man nachher alles... Dann verlieren die ihre Seltenheit, die Goldmünzen. Kann man die einfach farmen. So, hier ist nur Crap. Was soll denn das hier?
Aber hier die Kristalle, die könnten schon interessant sein, kann man aber nichts mitmachen. Dann vielleicht die Kristalle. Ja, ist auch nur Crap. Also, ja, nicht Crap, aber da haben wir schon genug von. Ja. Okay. Ja, dann sammle ich jetzt mal nicht mit Vieh, sondern guck, was wir sonst noch so abgreifen können. Das hat man schon gesehen. Genau, was ist hier im Busch? Auch nur Sachen, die ich schon kenne. Oh weia, ey. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja bei so vielen Zutaten auch. Man weiß ja gar nicht mehr, welche noch gut sind, welche man noch brauchen kann. Oder unten ist wohl eine Truhe, oder? Kann ich da jetzt runterhüpfen? Ja. Eternal Fire. Hätte ich auch nicht für Goldmünzen kaufen müssen dann. Naja, aber brauchen wir sicherlich noch viel von. Warte mal, von da sind wir gerade gekommen. Da unten geht's weiter. Mich interessieren diese Fackeln dann noch. Oder nicht, die Lampen noch. Huch. Komm ich hier hoch? Nö. Gut, dann will ich aber die Truhe da mal haben. Hier komme ich hoch, oder? Ja. Wenn ich die Steuerung hinkriegen würde. Noch ein Kristall der Ewigkeit. Und hier. Sieht eigentlich aus wie dieses rosa Salz, ne? So, hier kann man ein Seil nutzen. Hier ist wieder eine Statue, die man drehen kann. Was hat das für einen Sinn? In welche Richtung muss ich sie drehen? Jetzt guckt die Statue dorthin. Kann richtig sein, muss nicht richtig sein. Lass sie mal dahin gucken, weil ich da jetzt als nächstes hingehe. Aber schön, dass es Geheimnisse gibt, wo man nicht direkt sieht, oh, da ist eine verschlossene Tür, oh, da ist ein Hebel, den muss ich ziehen.
Okay, jetzt können wir da mal zu den Laternen gehen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das damit auf sich hat. Ah, weil es dunkel ist. Ja, und hier ist eine Laterne, aber ich kann nichts machen. Hier drin ist ja zappenduster. Wir könnten uns mit den Händen vorantasten, aber das ist wahrscheinlich zu gefährlich. Ja. Wir können noch nicht mal mit Sicherheit sagen, ob der Weg hier überhaupt weitergeht. Wir sollten es da nicht zwingen, nicht erzwingen. Wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir gegen die Dunkelheit ankämpfen können. Ja, Lampe anmachen zum Beispiel. Kann ich aber nicht. Jetzt gehe ich einfach im Dunkeln weiter. Ich sehe ja genug. Das ist auch nochmal eine Tür, durch die wir aber... Ach so, müssen wir erst durch die andere Tür, bevor wir hier weitermachen können. Also erst die grün markierte Tür. Und hier gibt es noch Sachen. Ja, komm so. Was brauche ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ist alles mehr oder weniger uninteressant. Oh, die Kristallhöhle des Vergessens. Oh, das ist ja riesig hier. Wow. Ich denke, das können wir uns in dieser Folge nicht mehr anschauen. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wobei ich dann, glaube ich, erstmal durch die grüne Tür gehen würde. Um mal zu schauen, wie es da noch weitergeht. Vielleicht hat jetzt aber auch Tao noch eine Idee in Sachen Lichtquelle. Oder er will was ganz anderes. Lisa, hast du kurz Zeit? Ja, klar doch. Was gibt's denn? Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Ich hatte gehofft, dass wir nochmal zu den Ruinen gehen könnten, die wir im Tal gefunden haben. Ja, können wir gerne machen, aber warum? Naja, als wir das letzte Mal da waren, gab es da einen Ort, der meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ich habe nichts gesagt, weil ich mir nicht so sicher war. Aber jetzt will ich mir das doch nochmal angucken. Ich verstehe. Na, unter diesen Umständen begleite ich dich gern. Danke, ich zähle auf dich, Lisa. Okay, hatte nichts mit dem Licht zu tun. Sondern wir haben jetzt hier einfach nochmal... Wow, jetzt haben wir schon noch drei... also... noch fünf offene Quests. Okay, ich müsste Cassandra mal besuchen. Ins Café nochmal gehen. Und Tao sagte, er will in die Maidens-Katakomben. Achso, da will er nochmal hin. Ich dachte, in die allerersten Katakomben.
Maidens Katakombs dachte ich, hätten wir schon alles erkundet. Ja, hier das Memoria Bracelet. Weiß ich noch gar nicht, wie ich das herstellen soll. Muss mal gucken, habe ich jetzt eigentlich noch SP zu vergeben? Ich glaube nicht. Na, ist das nix. Gut, dann würde ich sagen, machen wir morgen mal weiter mit ein bisschen Story. Hier ist noch, einige Leute, die was von uns wollen. Also, bis dann. Also, wenn ich morgen sage, meine ich übrigens übermorgen. Tschüss.